Prinz Arthas. Wir haben eine Karawane Untoter mit einer großen Ladung verseuchten Getreides ausgemacht. Diese Karawane muss aufgehalten werden, bevor sie die äußeren Dörfer erreicht. Herdweiler nennen wir diesmal. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Ausbau zum Kanonenturm ist sehr teuer. Ich bin hier, um zu helfen. Vernichtet die Getreidekarawane, natürlich, bevor unsere sie das letzte Dorf erreicht. Oh. Ein solider Plan. Arbeit ist verbraucht. Für die Ehre. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ja, mein Lebensherr. Arbeit ist verbraucht. Ja, mein Freund. Besteht Gefahr? Ah, knapp. Ist jemand verletzt? Sag das Zauberwort. Ich stehe für das Licht. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, da kommen sie. Gewiss. Das ist nämlich der nächste Untotenspieler. So, Kanonenturm. Das Licht ist meine Stärke. Und da kommt auch schon wieder der nächste. Gewiss. Wir werden sie jetzt hier aufhalten und hier stellen. Die Gerechtigkeit. Los, Arthas. Natürlich. Einsatzbereit. Und Stufe 6, was sehr, sehr gut ist. Fuck. Für meinen Vater, den König. Für die Ehre. Was spricht euch noch? Ich stehe für das Licht. Jetzt wird gerichtet. Für die Ehre. Das Licht ist meine Stärke. Eliminiert sie. Es ist mehr Gold erforderlich. Befehle? Ja, Gold, wie gesagt, natürlich, damit komme ich gerade leider gar nicht klar. So. Was braucht ihr? Nehmen wir unsere Truppen und versuchen wir jetzt mal, diese Karawane zu zerstören. Außerdem ist Arthas eine Stufe aufgestiegen und kann jetzt seine beste Fähigkeit erlernen, nämlich Auferstehung, belebt 6 verbündete Einheiten in der Nähe wieder. Kostet natürlich auch ordentlich was an Mana. Ein solider Plan. Ausbau abgeschlossen. Okay, da durchzukommen erscheint mir sehr, sehr schwierig. Hallo! Gute Entscheidung, finde ich auch. Oh ja, das wird sehr, sehr schwierig. Wir müssen unsere Mörser jetzt mal dazu holen. So, dann brauchen wir hier. Hier auch. Es ist mehr Gold erforderlich. Komm, jetzt müsste es aber gehen. Kanonentürme werden auf jeden Fall mächtig helfen. Richtig. Da oben ist übrigens noch eine Goldmine, die wir uns so schnell es geht einverleiben sollten. Gehen wir kämpfen. Das ist eine spannende Mission, finde ich. Es ist wirklich eine spannende Mission. Besteht Gefahr? Sie kommen. So, jetzt müssen wir uns einmal zurückziehen. Natürlich. Und natürlich. Ja, mein Lebensherr zeigt uns ein Ziel. Das Licht ist. Ah, die gehen natürlich sofort auf unseren Priester. Arbeit ist tot. Ich bin hier, um zu helfen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh Gott, okay. Wir laden. Das ist nicht zu schaffen. Das ist nicht zu schaffen. Sie haben ein Licht auf Stufe 10. Gegen den werde ich nicht ankommen. Vor allen Dingen haben wir gerade gesehen, was sie da generell noch für Truppen stehen haben. Das ist nicht so einfach für uns zu erledigen. Was wir auf jeden Fall benötigen, ist die zweite Goldmine. Und wir müssen diese Karawane irgendwie aufhalten. Da müssen wir jetzt nochmal überlegen, wie wir das am besten machen. Ich will nämlich nicht, dass die noch viel weiter voranschreiten, denn dadurch wird auch der Druck auf uns ein bisschen größer, weil ein weiterer Untotenspieler eben halt Angriffswellen losschickt. Das ist der Orange, ne? Wir haben ja ansonsten den grünen und den lilafarbenen. So, einmal zurück. Die Gerechtigkeit wird zurück. Vielleicht der hier oben lang gehen. Vielleicht können wir da so ein bisschen rumsneaken. Das scheint nämlich zu funktionieren. Befehle? Das würde ich dann gerne tun. Ich stehe für das Licht. Ja, mein Freund. Arbeit ist vollbracht. Die Karawane zieht nämlich gerade weiter. Sag das Zauberwort. Ja, mein Freund. Was spricht euch an?
Unverzüglich. Ja, mein Lebensherr. Es ist mehr Gold erforderlich. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Ein Mana-Trank. Wer ist hier drin? Vielen Dank für eure Hilfe. Ausbau. Bitte, nehmt dies hier. Stiefel der Geschwindigkeit, okay. Die Karawane hat das zweite Dorf verseucht. Einsatzbereit. Das Inventar ist voll. Für unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah. Ich bin euer Schütze. Ja, okay, jetzt kommen die hier unten lang. Ist jemand verletzt? Hier habe ich aber schon... Ich bin euer Diener. Was mir ein bisschen helfen dürfte. Es ist mehr Gold erforderlich. Habt ihr ein Ziel für mich? Ich habe hier schon zwei Kanonentürme. Ist meine Hilfe vonnöten? Kommt Mark gerade hier reingerannt. Sag das Zauberwort. Sieht so aus. Das Licht ist meine Stärke. Unsere Ausbau Stadt wird geschlossen. Natürlich. Was ist denn, wenn ich hier oben lang gehe? Ein solider Plan. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, okay, hier ich oben stehe können für wir lang. Das Licht. Wo wollt ihr uns haben? Ich komme, um dieses Land zu läutern. Ja, mein Lebensherr. Sehr gut. Wir brauchen aber mehr verletzt? Priester. Natürlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Ach, das ist so scheiße, dass wir kein Gold hier haben. Um zu das helfen. Legt so auf. Für die Ehre. Befehle? Komm mit. Was braucht ihr? Unsere Streitkräfte werden die angegriffen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Ja. Was braucht ihr? Das ist die Welle, die Besteht ich eben Gefahr? Ansprach. Natürlich. So, hier sind sie gleich um die Ecke. Gewiss. Greift sie an. Gewiss. Ich verteilt euch am besten so ein wenig. Meine Brüder. Wenn wir die Lieferung verlieren, lässt uns der Meister köpfen. Er darf nicht sterben. Ich bin hier, um zu helfen. Ist jemand verletzt? Die Gerechtigkeit wird siegen. Elender Kerl! Ich bete nur, dass das Getreide nicht noch mehr Dörfer erreicht hat. Sehr gut. Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Was fehlt diesen euch? Quest können wir abschließen. Wir haben sehr viele Leute verloren, aber wir können jetzt die Auferstehung mal wirken. Ich zeig die euch mal. Und unsere Einheiten sind wieder da. Natürlich. Sie sind zwar angeschlagen, aber sie leben halt wieder. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, scheiße. Und da kommt... Und das ist sehr, sehr schlecht. Ist meine Hilfe vonnöten? Was ficht euch an? Ein Licht. Ja, mein Lebensherr. Ist jemand verletzt? Das ist gerade wichtiger. Mehr Hilfe. Sag das Zauberwort. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh, fuck. Nein. Nein, 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 nein. Was braucht ihr? Was ist? Ich gehe doch mal. Was braucht ihr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh. Lasst mich mal den müssen wir erledigen. So, was haben wir jetzt hier? Erstmal kommt zurück. Sag das Zauberwort. Wir haben die Rolle des Stadtportals und ein Medaillon. Medaillon des Mutes, glaube ich. Was legen wir denn jetzt mal weg? Wir brauchen die nicht mehr. Ein solider Plan. Medaillon des Mutes erhöht die Stärke und Intelligenz des Helden um 4. Wow. Unsere Stadt wird belagert. Natürlich. Arbeit ist vollbracht. Für die Ehre. Gewiss. Befehle? Ist meine Hilfe vonnöten? Das war jetzt die einfachste Möglichkeit. Besteht Gefahr? Sag das Zauberwort. Mehr Arbeit? So, wir müssen noch 14 Minuten aushalten. Was braucht ihr? Das Licht ist meine Stärke. Ich bin hier, um zu helfen. Na, wir müssen die mal eben wegziehen hier. Mehr Arbeit? Ihr bleibt da. Besteht Gefahr? Aisha! So, die zweite Maßnahme, die wir machen können, ist zu Stärke. Versuchen. Wir müssen mal eben gucken, was ein kann ich jetzt hier noch Plan. Machen. Erstmal Arbeit den Mana-Trank, das ist eine gute Maßnahme. Und dann Ehre. Nehmen wir mal den Mantel der Intelligenz. Das bringt ein uns auch ein bisschen Plan. Was. So, wir nehmen jetzt einen Teil. Ich bin hier, um zu helfen. Gewiss. Und werden mal versuchen, uns die Goldmine zu holen. Was?
Na gut. Ja, mein Lord. Ausbau abgeschlossen. Boah, das wird echt hässlich. Ist meine Hilfe vonnöten? Das wird echt noch hässlich hier. Natürlich. So, wir müssen hier durch. Gewiss. Aber ich bin ja schon froh, natürlich, dass wir diese Nebenquests abschließen konnten. Das ist schon viel wert. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Natürlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Für die Ehre. Wir müssen außerhalb von diesen Türmen kämpfen. Ausbau abgeschlossen. Ein solider Plan. So, und jetzt greift sie an. Was ficht euch an? Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Jetzt wird gerichtet. Habt ihr ein Ziel für mich? Ich kümmere mich darum. Ich stehe für das Licht. Die Gerechtigkeit wird siegen. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Gewiss. Läuft. Was ist? Na gut. Was? Ich muss mir noch keine großartigen Sorgen weitermachen. Eine Magierin können wir jetzt auch mal wieder bauen. Besteht Gefahr? So. Natürlich. Angriff abgewehrt. Lief ganz gut. Ein solider Plan. Wichtig ist immer, dass diese verdammten Tropenbeschwörer verschwinden. Ein solider Plan. Sonst haben wir in kürzester Zeit eine overwhelming Arbeit ist vollbracht. Skelettkrieger-Force gegen uns. Geladen und entsichert. So, und schon sind wir bei den hohen Kosten. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Oh no. Ja, mein Lebensherr. Zu den Waffen! Ist meine Hilfe von kümmert euch um die Fleischwägen. Unser Held ist gefallen. Ach du Scheiße. Das machen wir doch mit links. Das machen wir doch mit links. Okay, wir können Arthas aber zurückholen. Es ist mehr Gold erforderlich. Die Magieströme sind heute Arbeit langisch. Ist vollbracht. Ja, mein Lehnsherr. Hallo! Zieht euch zurück. Wir werden angegriffen. Einsatzbereit. Was braucht ihr? Ich habe gar nicht bemerkt, wie ich da oben zerfetzt wurde. Sag das Zauberwort. Befehle? Oh, die leiden alle an der Pest oder was ist das hier? Ich habe auch blöderweise nicht mehr wirklich viele Priester, um da irgendwie dagegen zu heilen. Wir brauchen schnell eine Gegenmaßnahme. Wir müssen nur noch 10 Minuten durchhalten. Noch 10 Minuten bis zu Utas Ankunft. Das Spiel sieht das als... Sag das Zauberwort. Notwendigkeit. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Ist jemand zu speichern. Verletzt? Wir brauchen mehr Heiler. Boah, wie viele Untote das einfach waren. Und da kommen sie ja schon wieder. Befehle? Natürlich. Das ist doch auch... Ja, das ist die dämliche Truppe von diesem... Von diesem Milch. Ich komme, um dieses Land zu lösen. Was braucht ihr? Mehr Arbeit? Sehr schön. Was braucht ihr? Jawohl, mein Lord. Wir konnten ihn wenigstens ein wenig aufhalten. Ich bin euer Schütze. Was? Auch wenn schon wieder ein Turm kaputt gegangen Richtig. Ist. Aber ich das sehe ich, um dieses seh ich jetzt mal als halb so wild an. Ja, mein Boah, Freund. Diese Pest. Ist so nervig. Ich bin hier, um zu helfen. So, Arthas, wir gehen jetzt mal hier oben gucken. Ich meine, ganz ehrlich, im Prinzip brauche ich die Goldmine jetzt gar nicht mehr. Sie wäre nützlich gewesen, dann hätte man das vielleicht Licht auch mal wirklich ein bisschen Stärke. In den Angriff gehen können. Arbeit ist vollbracht. Natürlich.
Aber davon ab. Ihr seht, das ist nicht notwendig. Für die Ehre. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Selbst auf schwer nicht. Immer langsam mit den Jungpferden. Ist meine Hilfe vonnöten? Befehle? Wo wollt ihr uns haben? Ist jemand verletzt? Immer langsam mit den Jungpferden. Was ficht euch ab? Das Licht ist meine Stärke. Hier oben ist tatsächlich auch völlig frei. Ich glaube, hier hätte der Untote, der Orangefarbene, sein Lager aufgebaut. Natürlich. Sag das Zauberwort. Wenn da nichts passiert wäre. Ja, mein Lehnsherr. Was braucht ihr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Von. Ach, da kommt schon wieder so ein Totenbeschwörer dazu. Was braucht ihr? Es ist mehr Gold erforderlich. Ich bin hier, um zu helfen. Die sind alle verseucht. Er leidet periodischen Schaden. Ich sehe das schon. Muss man die trennen? Sag das Zauberwort. Ja, mein Freund. Verstanden. Was braucht ihr? Ja, mein Freund. Ich komme, um dieses Land zu läutern. Ich glaube, diese Pestilenz, die verteilt sich, wenn die zusammenstehen. Ja, mein Lehnsherr. Was für unsere Einheiten natürlich gerade mega kacke ist. Was ist das hier gerade? Ein Corona-Simulator oder wie darf ich das verstehen? Schon unterwegs. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Ich kann da halt auch echt nicht viel gegen machen gerade. Außer es irgendwie. Um dieses Land zu läutern. Es irgendwie auszusetzen. Was ficht euch an? Und ein paar Heiler zu bauen. Ausbau abgeschlossen. Wir werden jetzt versuchen, die letzten Minuten ohne die zweite Goldmine zu überstehen. Das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die wir hätten machen sollen. Was braucht ihr? Besteht Gefahr? Hört diese Pestilenz jemals auf? Ein solider Plan. Oder erst, wenn die Einheiten tot sind? Befehle? Jawohl, mein Lord. Ich bin hier, um zu helfen. Die Gerechtigkeit wird siegen. Sag das Zauberwort. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Elender Kerl. Das Licht ist meine Arthas. Stärke. Natürlich. Rette dein Volk. Besteht Gefahr? Die Gerechtigkeit wird siegen. Sehr schön. Helft mir, euch zu helfen. Wir haben diesen Ajax wieder abgewehrt. Das Ajax Amsterdam Scheiß da. So. Hier haben wir gar keine Türme mehr, aber es ist auch egal. 5 Minuten noch. Es ist mehr Gold erforderlich. Habt ihr ein Ziel für mich? Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. 1400. Ich geh dann mal. Das reicht noch. Um die letzten 5 Minuten durchzuhalten, reicht das. Auch wenn wir von allen Seiten belagert werden. Was? Ja, mein Lord. Ist jemand verletzt? Ich bin hier, um zu helfen. Was darf sein, Heißsporn? Look at this shit, ey. Look at it. Ein solider Plan. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Das Licht ist meine Stärke. Ist jemand verletzt? Was ficht euch an? Was braucht ihr? Ich komme, um dieses Land zu läutern. Keine Ahnung, wie viele sind gestorben. Ich glaube, viele Sag nicht. Das Zauberwort ist meine Hilfe. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht, irgendwas aufzuwecken. Braucht ihr Hilfe, Mensch? Die Hälfte meiner Truppen besteht eigentlich nur noch aus Heilern. Aber das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich bin euer Schütze. Ja, mein Freund. Ich stehe für das Licht. Wir sind alle verwurmt und verseucht. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Das ist anders nicht mehr zu bezeichnen. Hier haben wir, wie gesagt, die Zauberin. Die kann verlangsamen und Unsichtbarkeit kann sie auch wirken. Macht eine Einheit unsichtbar. Wenn sie angreift oder eine Fähigkeit einsetzt, wird sie sichtbar. Also da kann man so ein bisschen Mäuschen im gegnerischen Lager spielen. Was auch nicht schlecht sein kann. Das Licht ist meine Stärke. Arthas, ey. Er muss echt verzweifelt sein. Braucht ihr Hilfe? Er ist halt ein Prinz. Mensch? Ein sehr übereifriger Prinz. Ein Hitzkopf, kann man auch sagen. Er will alles richtig machen. Er will seine Lehren richtig machen.
Er will natürlich auch seinem Volk gerecht werden und seinem Vater natürlich auch. Helft mir, da steht man schon mal unter enormem Druck. Was ist jetzt das Beste? Was muss er tun? Wie rettet er sein Volk? Den Feind kennt er ja nun. Besteht Gefahr? Immer langsam mit den neuen Pferden. Ja, mein Freund. Ich stehe für das Licht. Gewiss. Einsatzbereit. Die Gerechtigkeit wird sich ist eingestürzt. Ich bin hier, um zu helfen. Na, das ist ja ganz gut. Dann können die Arbeiter demnächst als Miliz mithelfen. Ist meine Hilfe vonnöten? Ja, mein Lebensherr. Das Licht ist meine Stärke. Noch 2 Minuten. Beziehungsweise 3 Minuten eher. Was ficht euch an? Ziehen wir uns zurück. Wie ihr wünscht. Sie werden es nicht schaffen, unsere Stellungen in 2 Minuten zu überrennen. Egal, wie viel sie losschicken. Egal, wie verseucht wir sind. Ist jemand verletzt? Wir haben genug Heiler, um alles hier voll zu heilen. Durchgehend. Hoffentlich habt ihr einen guten Grund. Oh! Ist diese Augentechnik aus Naruto? Scheint mächtig zu sein. Mehr Arbeit? So, ihr geht mal alle nach Hause hier. Ihr habt genug getan. Ja, mein Lord. Jetzt sind es noch 2 Minuten. Was ist? Was? Mehr Arbeit? Nehmt euch eine Auszeit. Versteckt euch hier hinter den Stümpfen. Das Licht ist meine Stärke. Da kommen sie. Natürlich. Für meinen Vater, den König. Aber der macht mittlerweile so viel Schaden, Arthas, ey. Jetzt wird gerichtet. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da haben wir auch die Grünen. Was spricht euch an? Die Gerechtigkeit wird siegen. Ist meine Grasfrostraunen. Gesehen. Unverzüglich. Da ist der. Besteht Gefahr? Zieht euch zurück. Ich bin hier, um zu helfen. Ein solider Plan. Auferstehung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Spürt meinen Zorn. Licht. Gib mir Kraft. Gewiss. Unsere Stadt wird belagert. Ihr habt das Licht verraten. Ist meine Hilfe vonnöten? Tötet diesen Licht. Ich stehe für das Licht. Für euch gibt es keine Rettung mehr. Sehr gut. Es ist unmöglich. Es sind endlos viele. Es ist nicht unmöglich, Arthas. Glaube an das Licht. Verzage nicht. Elender Kerl. Gewiss. Unsere Stadt wird belagert. Ein solider Plan. Was braucht ihr? Ich bin hier, um zu helfen. Ja. Herdweiler verteidigt nun ja. Nennen wir es verteidigt. Unsere Stadt wird belagert. Licht, gib mir Kraft. Für Lordaeron, für den König. Die Ritter. Unter. Ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Freut euch nicht zu früh, Junge. Die Schlacht ist noch lange nicht vorüber. Alter. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade noch rechtzeitig gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uther. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, dann... Lasst euch den Stolz nicht zu Kopf steigen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Mal'Ganis. Ruhig, Junge. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit jemandem aufnehmen, der über die Toten herrscht.
Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uta. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Ja, die Ritter der Silbernen Hand unter Uta, die kamen gerade noch rechtzeitig. Das hätten wir nicht geschafft. Naja, und da Arthas die Gräueltaten der Seuche jetzt am eigenen Leibe erfahren durfte und er sogar Dorfbewohner aus Lordaeron töten musste, will er es jetzt unbedingt zu Ende bringen, und zwar in Stratholm, wo angeblich Mal'Ganis auf uns wartet. Der Anführer oder der Drahtzieher, der Geißel der Untoten. Das war keine einfache Mission, vor allen Dingen auf schwer nicht. Aber wir konnten es gerade so abwehren. Wir haben sogar den Level 10 Lich noch getötet. Was ich als persönlichen Erfolg werte. Und damit kommen wir nun zur 6. Mission. Aber wir haben jetzt trotzdem noch eine Cutscene dazwischen. Und zwar der Prinz und der Prophet. Und welcher Prophet könnte damit wohl gemeint sein? Am selben Nachmittag auf der Straße nach Stratholm. Seid gegrüßt, junger Prinz. Wir müssen reden. Dafür habe ich keine Zeit. Hört mir zu, Junge. Dieses Land ist verloren. Der Schatten ist bereits über es gekommen und ihr könnt nichts mehr daran ändern. Wenn ihr euer Volk wirklich retten wollt, führt es übers Meer. Nach Westen. Was? Fliehen? Ich gehöre hierher und habe die Pflicht, mein Volk zu verteidigen. Dann habt ihr euch schon entschieden. Bedenkt aber, je härter ihr dem Feind entgegentretet, desto schneller liefert ihr ihm euer Volk aus. Entschuldigt, dass ich mich versteckt habe, Arthas. Ich wollte nur... Ich will nichts hören. Ich spürte eine enorme Macht in ihm, Arthas. Vielleicht hat er recht. Vielleicht weiß er wirklich, was kommt. Nichts wird mich dazu bewegen, meine Heimat im Stich zu lassen, Jaina. Mir ist gleich, ob dieser Irre die Zukunft gesehen hat. Los, gehen wir. Das Ausmerzen von Stratholm. Früh am nächsten Morgen vor den Toren von Stratholm. Man muss sich mal vor Augen führen, dieser Prophet hat folgende Personen jetzt innerhalb des Spiels schon gewarnt. Thrall, König Tyrenas, Antonidas und die Kirin-Tor und Prinz Arthas. Und der Einzige, der auf die Warnung gehört hat, war Thrall, also kein Mensch. Das zeigt einfach, wie unglaublich stur die Menschen sein können. Unfassbar. Diese Mission ist, glaube ich, die ikonischste Mission von Warcraft 3. Denn sie stellt einen absoluten Wendepunkt in der Geschichte dieses Spiels dar. Und ein absolutes Tabubruch. Und ihr werdet gleich erfahren, wieso. Wie schön, dass ihr es geschafft habt, Uta. Nicht in den Ton, Junge. Ihr mögt der Prinz sein, aber als Paladin bin ich euer Vorgesetzter. Als könnte ich das vergessen. Hört her, Uta. Ihr solltet etwas über diese Seuche wissen. Oh nein, wir kommen zu spät. Diese Leute sind allesamt infiziert. Noch sehen sie normal aus, aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie Untote werden. Diese ganze Stadt muss gesäubert werden. Was? Wie könnt ihr so etwas nur denken? Es muss einen anderen Weg geben. Verdammt, Uta. Als künftiger König befehle ich euch, die Stadt zu säubern. Ihr seid noch nicht mein König, Junge. Und selbst wenn, würde ich den Befehl nicht ausführen. Dann muss ich das als Hochverrat ansehen. Hochverrat? Seid ihr nicht bei Sinnen, Arthas? Nicht? Lord Uta, durch das Recht der Erbfolge und die Herrschaft der Krone. Hiermit entbinde ich euch von eurem Kommando und entlasse eure Paladine aus meinen Diensten. Arthas, ihr könnt nicht einfach... Es ist geschehen. Wer willens ist, dieses Land zu retten, der folge mir. Alle anderen, geht mir aus den Augen.
Diesmal seid ihr zu weit gegangen, Arthas. Jaina? Tut mir leid, Arthas. Ich kann das nicht mit ansehen. Einen dunklen Pfad hast du da beschritten, Arthas. Einen dunklen Pfad.